Ja, willkommen bei der neuen Folge des jeweiligen Spiels hier. Da diese Folge im Rahmen eines Livestreams aufgenommen wurde, gibt es keine klassische Anmoderation, sondern wir gehen jetzt direkt rein in die Materie. Wenn ihr auch beim Stream mal gerne dabei sein wollt, checkt gerne den Link unten aus und seid dabei. Ich streame jetzt auch relativ regelmäßig ab und zu mal. Freue mich, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne jetzt aber viel Spaß mit dem Spiel und der Folge. Tschüss. Und dann haben wir dem Direktor erzählt, dass er eine Waffe hat, weil ich dachte, das wäre die richtige Entscheidung. Weil der kann ja nicht einfach mit einer Waffe in der Schule rumrennen, aber offensichtlich war das jetzt nicht so gut. Weil der Direktor glaubt uns nicht. Der Direktor hat... Oh Gott. Sorry. Der Direktor hat dem Nathan gesteckt, dass wir gepetzt haben und dann hat unsere Mutter uns eine E-Mail geschickt und so weiter. Das war alles irgendwie nicht so gut. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. Oh Gott, Entschuldigung. Those that can't do, teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years. Ja, das befürchte ich auch, weil bisher war es ja eher so teenie, Highschool-Drama-mäßig so. Klar, mit der Waffe ist schon heftig. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Dankeschön. Oh, please. I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Mr. Jefferson. Ja, das ist aber mal eine erstaunliche Wendung hier, ne? Einmal taucht da Chloe auf und fährt mit uns durch die Gegend. Broken. Oh man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Wo fahren wir eigentlich hin? Welcome home, Max. Oder fahren wir jetzt zurück nach Arcadia? Mit Chloe oder mit? Ich weiß nicht. Und vor allem, jetzt haben wir den armen Borne mit dem total wütend aufgelösten Nathan da alleine gelassen, der jetzt seine ganze Wut wahrscheinlich auf ihn projizieren wird. Und, Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Naja, sie ist zu dieser Blackwell Academy da gezogen. Und jetzt ist sie in Arcadia scheinbar wieder. Auch so ein typisches. So ein typisches. It's cool. At least we can chill out. Teenie erwachsen werden Zimmer irgendwie so. My step fear, make sure of that. Come in and close the door. Genauso ähnlich sah mein Zimmer aus, als ich so, ja, ich sag mal so 15, 16 bis 20 war, sowas. So sah mein Zimmer auch aus. So völlig zugetextet hier mit irgendwelchen Postern. Ich hab immer, damals gab es in. So Kneipen und so weiter gab es immer so Postkarten, so kostenlose, die man so mitnehmen konnte, so Werbepostkarten, so mäßige, die ganz lustig waren. Da habe ich jede Postkarte, die ich in die Finger kriegen konnte, mitgenommen und habe die alle in mein Zimmer an die Wand gemalt. Meine Eltern waren so, was soll man sagen dazu? When's the last time I had to dig through Chloe's crap? Entsetzt und natürlich, ich fand es jetzt auch nicht doll schlimm, so war jetzt kein Stressthema, aber haben immer die Augen gerollt, wenn ich neue Postkarten gekriegt habe, weil ich die alle einfach mit so kleinen Heftzwecken in die Wand getackert habe. Das heißt, wenn ich dann aus dem Zimmer ausgezogen bin, musste das einfach komplett neu zugespachtelt werden, weil überall so kleine Löcher von diesen Heftzwecken waren und so. Und dann hatte ich auch so riesen Poster da überall hängen von irgendwelchen Bands und keine Ahnung was, also. Naja, also so Müll hier, so Essensreste hatte ich niederliegen, da war ich schon hygienisch genug. Aber ansonsten. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Autoreparatur. 3.600 Dollar, krank. So, hier können wir was suchen in der Kiste. Look at that. Me and Chloe Dad. And her dad were so close.
Oh, Vater tot oder was? Scheinen die Eltern zu sein von Chloe mit Chloe auf dem. Mit dem Baby auf dem Arm, ne? Naja. Hey, that TV used to be in the living room. Können wir hier die Steckerleiste auch? Okay, die können wir einschalten. Cool. Nein, bitte keine Musik. I'm not into them. Too pretentious. Okay. Hey, that TV used to be in the living room. Achso. Da ist eine HiFi-Anlage, da ist ein Laptop, den benutzen wir mal. She looks super happy. Naja, Poster war unser Ding. She looks super sad. She looks super stoned. Okay, coole Fotos auf jeden Fall. Hier ist auch dieses vermissten Ding von dieser Amber Rachel. Ach so, ja, das macht natürlich Sinn. Aber dann müssen wir danach einmal ein Wort mit ihr reden, was sie da mit dieser Dings zu tun hat. Okay, komplett zugemülltes Zimmer, definitiv. So schlimm war mein Zimmer jetzt auch nicht, also das, We used to dare each other to climb down, but never did. Da ist eine CD. Och, ich will aber ehrlicherweise gar keine Musik hören. Das sind wir, oder? Nee. Oh. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Oh nein, das ist ihre Freundin gewesen und sie haben Schluss gemacht oder sowas, ne? Das ist Rachel Amber! That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, oh, man. I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. Nochmal an der Stelle Triggerwarnung auch zu dem, was ich jetzt so sage, aber in dem Alter einen Elternteil zu verlieren, ist halt auch, glaube ich, auch übelst der krasse Abwrack, den man so erleben kann. Ich meine, das ist, glaube ich, immer Abwrack so. Ich habe zum Glück noch weiter, aber ich glaube, in dem Alter ist das nochmal nur heftiger. Wenn man selber so erwachsen wird und sich entwickelt und dann stirbt ein Elternteil so, ich glaube, das ist übel, da egal, gehen wir nicht zu tief rein. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Los Angeles. I see why. I bet your mom was not too happy. She was happy enough to marry a Nazi. Reason number 356 to escape. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Okay. Also das ist ja dann irgendwie, Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Uh-huh. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel, gone. Can you put on some music now? Ja, ungern, aber machen wir mal. Ja. Ich habe wirklich keine Lust, Musik anzumachen. Ich habe Größenmarkierungen. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Oh. Ja, das tut mir sehr, sehr leid, dass du alles, ja. Kann gar nicht, also bei sowas fehlen mir mal ein bisschen die Worte so, aber das tut mir auf jeden Fall heftig leid und danke, dass du da so offen umgehst. Aber krass, das tut mir echt leid, Mann. Shit. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair.
and it reeks like dirty laundry. Gross. Aber danke auf jeden Fall für deine Offenheit, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich so. Ich meine, ja, schon weiß ich zu schätzen. Und wie gesagt, tut mir echt krass leid. Also, mir fehlen da immer so ein bisschen die Worte, um da auszuschmücken. Aber ja, es tut mir echt leid. Oh. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Okay, das machen wir rückgängig. Ne, das wollte ich doch rückgängig machen. Okay, wir durchsuchen trotzdem jetzt nochmal die Tasche. And it reeks like dirty laundry. Gross. Okay, und wir suchen. Nee, wir gucken. Old cardboard boxes. Okay, da gucken wir nicht. Oder können wir jetzt das uns holen, ohne das zu zerbrechen? Nee. Dude, you broke my glass. Okay, wir können es nur kaputt machen. Okay, dann gucken wir uns die nur an. Old cardboard boxes. Okay. Seit über 20 Jahren zurück und hat mir gezeigt, wie ich nie werden will und niemals. Ja, das ist natürlich dann irgendwie, wenn man so möchte, noch die lehrreiche Facette in der ganzen Thematik, dass man zumindest dann für sich selber da noch was mitnehmen konnte und so weiter, ne? Krass. Ja, krass, also wie gesagt, danke, dass du da so offen hier umgehst, so. Oregon Coast. Küste Oregons. This postcard is from Rachel Amber. Vermisse dich, wünsche, du wärst hier. Ja, cool. Schublade. We had such a blast drawing these together. Chloe und Max, sie sind der Hammer. Oder sie ist der Hammer. Ja, und gerade der Part mit niemals aufgeben und wie oft man fällt, ich stehe immer wieder auf und so, das ist ein ganz wichtiger Part, so dass man niemals liegen bleibt, sondern immer wieder, egal wie schwer es ist, sich aufrappelt. Das ist wirklich eine sehr gute Lektion und eine sehr gute Einstellung. Oha. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Auch an der Stelle muss ich ganz klar sagen, ich will es jetzt nicht zu heftig verteufeln, so, aber Drogen sind für jegliche Arten von Schmerz, sei es physisch oder psychisch, ja gut, wobei physisch will ich jetzt nicht unbedingt sagen, da gibt es ja durchaus... Da gibt es ja durchaus... Ich will es jetzt auch nicht aus so tief haben, aber wie gesagt, kann sicherlich hilfreich sein, aber grundsätzlich sind Drogen keine Möglichkeit, um irgendwas zu kompensieren, sondern... Naja, ihr versteht ja, was ich sagen will. Ich will jetzt hier auch keine Diskussionen starten von wegen, bei der und der Sache hilft das aber und so weiter und so fort, das weiß ich. Will ich auch nicht abstreiten. Nope. Someone locked it from the other side. Aber ihr wisst ja, was ich meine, sich in Alkohol oder Drogen oder sonstigen zu verkriechen... Now this is the Chloe I remember. Ist halt sicherlich immer die verkehrste. Not so much anymore. Ah ja, das sind aber wirklich auch schöne Erinnerungsschnappschüsse hier. Schon eine. Okay, okay. Ja krass, das tut mir auch leid zu lesen, aber letztlich ja, richtig, richtig. Ja, aber krass zu lesen und auch an der Stelle danke, dass du da sehr offen mit umgehst. Aber klar, das Leben gibt einem halt ein Kartenspiel und man kann nur gucken, dass man das Beste draus macht, ne? Man hat es leider nicht in der Hand. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Okay, Cereals, Milk, Peanut Butter, Chocolate Cake, Öl, Bananen und Toilettenpapier sogar mehrfach unterstrichen.
Ja, leider ist ja vieles, was Menschen schädigen kann, ist legal und nutzbar. Aber die Frage ist, inwieweit will man, also ich meine, Menschen sind ja immer noch letztlich selbstentscheidende und selbstnachdenkende Wesen, so. Und die Erfahrung hat ja auch gezeigt, wenn man Menschen Dinge, die sie schädigen können, verbietet, so, dann machen sie es ja trotzdem, also das hält sie ja nicht davon ab, eher im Gegenteil, so vieles, was schädlich ist und dann auch verboten ist, weil es schädlich ist, wird dann ja genutzt, weil man dann so gegen das Establishment bla 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 und so weiter sein will. Obwohl man weiß, dass es schädigt, so, ne? Aber gut, letztlich soll jeder Mensch machen, was er will, so. Hey, I remember that statement. Also solange er keine anderen Menschen mit seinem Handeln irgendwie negativ beeinträchtigt, so, aber wenn jemand sich mit... Wenn jemand sich mit seinem Quatsch zuballern will, so, dann, ja. I should be able to find the tools I need here. Nothing. This is Sehe ich immer das Gute an ihm. Ja, das ist auch richtig, so, dass man... Ja, richtig, richtig. Wenn man Rauchen verbietet, so, dann wird das Kind es tun. Wenn man dem Kind Alkohol... Ach so! Da schließt sich der Kreis. Deswegen, man kann nur... Okay, er war offensichtlich ein Marine oder Army Ranger, konnte man nicht so erkennen. Oha, hier gibt's aber einiges an Waffen. Eine fehlt. One of these guns is missing. I hope Chloe's stepdad isn't packing. Warte mal, hat der dem Nathan die Waffe besorgt? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Diese Tat wird Konsequenzen haben? Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Placement of cameras. Platzierung, ja, klar. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Und jetzt? Ja, cool. Kann ich jetzt auch wieder raus aus dieser Sache? Okay. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Okay. No password. Like it would help me find tools anyway. David Madsen gesperrt. Passwort eingeben, nicht David ansperren. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum es Konsequenzen haben wird, dass sie den Schrank aufgemacht haben. Ich meine, wir machen alles Mögliche auf und gucken es uns an. Suchen. Och nee. Oh nein. Das machen wir besser wieder rückgängig. Wobei, nee, wir gucken uns erst das Foto an. Kate Marsh? Why the hell would he have pictures of her? Okay, this is getting totally Kate Marsh, sie weiß etwas. Blackwell Academy Parking. Okay, also Kate Marsh scheint etwas zu verbergen. Wir werden das aber trotzdem hier zurück... Können wir auch das mit dem Schrank? Behalten wir dann in Erinnerung, dass wir wissen... Ja, ich meine, wir wissen es ja als Spieler und Spielerinnen eigentlich, ne? Dass der da diese Kameraüberwachung hat. Aber dann weiß er nicht, dass wir es wissen. Ja doch, stimmt, klar, wir behalten das ja. Wir haben auch die anderen Sachen behalten, die wir... Okay. Nothing. This is so. Okay, da hatten wir schon geguckt. Okay, den Schrank lassen wir zu, die Akten lassen wir da oben. Der Schrank war auch nur Quatsch drin. Boom, precision screwdrivers.
Except I can't reach them. Komm, komm, komm. Danke, Mann. That was very smart, dumbass. No can reach. Ach so. Let's see. The tools are stuck, out of reach, and no way in hell to get them. Brilliant, Max. Brilliant. Okay, Alter, war das auch nicht richtig. Ach nee. Alter, das habe ich noch nicht so ganz raus, wann ich hier stoppen muss. Okay, also da oben sind die Werkzeuge, da kommen wir nicht dran. Oder zumindest so nicht. Können wir uns nicht hier irgendwie... Gibt's hier nicht einen Leiter oder sowas? Trophäe. Poor little dear. It's not enough to kill you, they have to display your head. Alter, das finde ich wirklich auch ganz gruselig. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Wir müssen noch irgendwie an den Dings da oben kommen. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Aber hier gibt's auch keine Leiter oder sowas. Ich verstehe auch nicht, warum es so wild ist, dass das da drunter fällt, weil wir können doch einfach dann... Ah! Ich wollte gerade sagen, wir können doch einfach dann irgendwas da drunter schieben. In dem Moment wird passend hier etwas bereitgestellt. So. Schalten wir aus, das Ding. Yes, you have mad skills, Max. Dankeschön. So, wir haben das Ding. Jetzt können wir reparieren, aber... I've got the tools. I should go back upstairs before Chloe freaks. Okay, machen wir. Okay, wir wissen jetzt, dass Chloes neuer Stiefvater der Head of Security an unserer Schule ist und dass Kate Marsh scheinbar irgendwas zu verbergen hat, laut ihm. Ob das dann alles so ist, wissen wir nicht. Wir wissen, dass diese Rachel Ambers hier verschollen ist, dass die die beste Freundin hier von Chloe war, seit wir weg sind. Und dass sie alles Mögliche hier im Haus mit Kameras überwacht. Ja, das war's für diese Folge. Wie gesagt, dadurch, dass das Ganze im Livestream aufgenommen wurde, gibt es hier keine klassische Abmoderation. Ich bedanke mich aber sehr fürs Zuschauen und wenn ihr gerne auch im Stream dabei sein sollt, wie gesagt, gerne einfach den Link auschecken und dabei sein. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank.